Ja, herzlich willkommen wieder aufs Neue beim Duell. Hier ganz aktuelle Themen, die wir erörtern und das möglicherweise wieder aus unterschiedlichen Standpunkten. Dafür sorgen einerseits Eva Klawischnik, danke fürs Kommen. Sehr gern. Und Andreas Mölzer. Hallo. Ja, vieles ist passiert die letzten Tage, leider immer noch sehr, sehr aktuell. Die Hochwasserkatastrophe, so muss man es geradezu bezeichnen, jetzt aufgrund der Ereignisse der letzten Tage, auch Stunden, insbesondere mit Schwerpunkt in Kärnten und in der Steiermark, ganz zu schweigen etwa von Slowenien, wo es besonders arg gewesen ist. Aber dieser Tage ist noch kein Ende in Sicht, noch keine finale Entwarnung. Andreas Mölzer, Sie kommen zu uns ja immer aus Kärnten angereist. Wie ist es im Moment zu Hause? Naja, zu Hause bei mir am Ossiasee ist, bis auf das, dass der Wasserstand um 3/4 Meter gestiegen ist, alles in Ordnung. Aber in Unterkärnten, also auch in Klagenfurt, schon in der Landeshauptstadt und dann weiter Völkermarkt Richtung Weststeiermark, ist es natürlich katastrophal. Ne? Die Flüsse sind über die Ufer getreten und der Zivilschutz ist halt in hohem Maße gefordert. Ne? Der eine Tote, das ist natürlich ein bedauerlicher Unfall, der war ja in Kanburg, also nördlich von Klagenfurt, wo die Glan über die Ufer getreten ist. Schlimm genug, in Slowenien dürfte es noch ärger sein als bei uns. Ne? Und in der Südsteiermark wohl auch, Murek und so, also da sind die Leute schon überflutet. Ja. Interessant ist Klagenfurt, ne? Das habe ich zuerst schon der Frau Klawischnik erzählt, dass ja immer ein Sumpfloch war, ne? Bis zur Erbauung der Renaissance-Stadt so um 1500. Und da ist der alte Wörthersee-Sumpf, ne? Also dieses Moor, das sich herausgezogen hat, das ist jetzt wieder insofern aktiv, dass also alle Keller über Wasser, unter Wasser stehen, dass wenn man es auspumpt, kommt das Wasser wieder nach und es ist unglaublich, wie ein vor 500 Jahren trockengelegter Sumpf wieder aktiv ist, mehr oder weniger. Ne? Gut, das ist ein Déjà-vu-Erlebnis, das man sich eigentlich nicht so wünscht. Was ja bemerkenswert ist, je südlicher Richtung Slowenien, Karawankengrenze, quasi Leubelpass zum Beispiel, desto schlimmer ist das gewesen. Ist das so, dass da, wenn das vom Süden kommt, sich die Regenwolken da alle fangen und deswegen sich so ergießen über Kärnten? Nein, ich glaube, das war jetzt eine lokale Wetter. Lage. Wir sind als Alpenregion insbesondere jetzt vom Klimawandel betroffen einfach. Ja? Und das kann man nicht mehr wegleugnen. Und dass das auch wirklich Auswirkungen hat und auch wirklich Menschen, Häuser, Familien darunter leiden, ist offensichtlich. Ja? Das ist der Klimawandel. Also wir können es nicht mehr einfach verdrängen. Ja? Und alle, die irgendwie sagen, okay, wir hätten vielleicht früher was tun sollen, haben recht gehabt. Aber die Menschen, die jetzt darunter leiden, brauchen auch Unterstützung und Hilfe. Und da wünsche ich mir auch Unterstützung von der Politik. Ja, wir kommen zur Politik gleich, aber vorher noch zum Weltklimarat. Der sagt ja, dass Ereignisse wie jetzt zum Beispiel Hochwasserentwicklungen, zum Beispiel aber auch Dürre und Hitze generell häufiger und intensiver werden aufgrund des Klimawandels. Ja, absolut. Das ist einfach eine Einschätzung und eine Berechnung, die ganz klar ist. Wir haben es einfach verabsäumt, in der richtigen Zeit die Maßnahmen zu setzen. Ja. Und dadurch leiden jetzt auch wirklich Menschen, Familien, ganze Häuser. Ja. Ich weiß nicht, wie wir da wieder rauskommen, weil es ist jetzt fast schon zu spät. Ja. Nein, aber Frau Klawischnik, man muss schon dazu sagen, es gibt natürlich diese Wetterextreme, die wir haben, das ist überhaupt keine Frage, braucht man überhaupt nicht leugnen oder wegdiskutieren, wäre ja blöd. Ne? Aber es liegt natürlich auch an vielen zivilisatorischen Faktoren, dass beispielsweise die Bautätigkeit der letzten Jahre und Jahrzehnte, wo alles versiegelt wurde, ne? Dass auf einmal die Wässer nicht abfließen können oder nicht versickern können. Das ist ja eh auch keine Frage. Was man gebaut hat in Gegenden, wo es immer schon gefährlich war. Bodenversiegelung, ne? Und wo heute auf einmal Siedlungen da sind, die es früher nicht gegeben hat. Und es ist natürlich ein Faktor auch, der, wie soll man sagen, der objektiv auch dazu beiträgt, dass man es anders wahrnimmt, nämlich die Medien. Ne? Du hast natürlich klimatische Ereignisse, wahrscheinlich nicht so arg wie jetzt, aber immer gehabt, Katastrophen, nur hat heute niemand darüber berichtet. Nein, ne? das glaube ich schon nicht. Die Medien sind heute schon omnipräsent. Ich sage nicht, dass das eine genuine Ursache dafür ist, aber es ist ein Faktor, der es in unserer Wahrnehmung verstärkt. Nein, aber sie tun so, als wäre das jetzt irgendwie gemacht. Das ist es nicht. Natürlich. Es ist tatsächlich ein Ereignis, ja. Und mit dem müssen wir einfach leben lernen. Ja? Und ich glaube, dass wir auch jetzt gut beraten wären, die richtigen Maßnahmen zu treffen. Das ist ein gutes Stichwort. Wie ist denn das, Andreas Mölzer? Jetzt wirklich Hand aufs Herz. Welche konkrete Maßnahme, um die Klimawende sozusagen ein bisschen entweder zu verzögern oder weniger dramatisch erscheinen zu lassen, haben Sie persönlich denn schon gemacht?
Ich selber? Ja. Ich habe schon oft genug gesagt, ne? Eine Solar-, also Photovoltaikanlage, eine Wärmepumpe und, und. Hat es schon lange nicht mehr mit Kohle. Mein Vater hat noch ein Kohledeputat gehabt von der Alpine Montangesellschaft, haben wir geschaufelt, ne? Jedes Jahr 4000 Kilo. Das ist alles vorbei. Also diesbezüglich haben wir einen sehr sparsamen CO2 oder Fußabdruck. Nein, oder wie man das nicht. Wir müssen halt aber die Menschen motivieren, was anderes zu machen. Das ist klar. Gut, aber Photovoltaik und Wärmepumpe und so, das ist ja schon was. Nein, ich habe ihn ja eh schon aufgefordert, in die Grüne Partei einzutreten. Deswegen nicht. Aber abgesehen davon, es ist halt schon so, dass das Ganze, wie soll man sagen, es sind Ereignisse, die im Sommer uns alle betreffen. Ne? Wann war das letzte große Hochwasser? 2002 war ja auch wieder. 2002, 2003. Es sind natürlich immer wieder. Also, und so schlimm das ist für die Betroffenen vor allem, ne? Wenn jetzt da das Haus überflutet ist, der Keller, das Auto hin und was weiß ich, was Auto hin ist vielleicht eh gut für die Grünen, ne? Dass dann nicht mehr in Betrieb genommen wird, dann ist das scheißlich oder tragisch. Ne? Das ist klar. Aber wir müssen, und da haben Sie ja recht, Frau Klawischnik, wir müssen schauen, was kann man mittel- und längerfristig dagegen tun, ne? Dass sicher vernünftige Politik, die alle möglichen klimaschonenden Maßnahmen beinhalten soll, und in den Zivilschutz investieren. Ne? Weil der Zivilschutz ist ja der Faktor, der die unmittelbaren Folgen der Katastrophen für die Betroffenen lindern soll oder bekämpfen soll. Ne? Und da ist Österreich eh sehr gut, weil es gibt nirgends so viele freiwillige Feuerwehren und so Bereitschaft, Freiwilligenarbeit was zu machen. Nun muss man das noch steigern. Ich glaube, dass das notwendig ist, dass man eine gewisse Verpflichtung einführt, ne? Diesbezüglich was zu tun. Ne? Sie wollen junge Menschen verpflichten, dass sie... Ja, schon, eigentlich schon. Ich bin ja verpflichtet gewesen zum Bundesheer zu gehen, ich habe die Schulpflicht absolviert, bedauerlicherweise. Also warum soll man nicht Pflichten haben? Das ist halt im Staat so. Ne? Da bin ich nicht bei Ihnen. Also ich meine, wenn man das freiwillig machen möchte, also ja, Zivilschutz sich zu engagieren, aber junge Menschen zu verpflichten... Ich wäre eigentlich dafür, aber das ist natürlich aber da nichts zu melden, ne? Dass man das, was die Wehrpflicht beinhaltet, dass man überhaupt seine Bürgerpflicht machen würde für alle jungen Menschen, Frauen genauso. Ne? Das wäre wahrscheinlich sinnvoll. Auch Migranten, ne, die von der Grundsicherung. Und wenn sie es nicht wollen, was tun sie mit ihnen? Ich war zwar gern beim Bundesheer, aber so wirklich wollen habe ich auch nicht. Mich schinden lassen habe ich aber müssen. Ne? Und meine Kinder wollen auch nicht immer in die Schule gehen, müssen sie aber, weil die Schulpflicht ist. Das ist halt so. Man hat halt wir Frauen haben andere Verpflichtungen gehabt. Aber wie würden Sie sie dann zwingen? Na gut, wie zwingt man jemanden zum Militär zu gehen oder einen Zivildienst zu machen? Das ist ja keine Frage des Zwingens. Es ist ja nicht so, dass man abgeführt wird mit Gendarmen, ne? Mit entsicherter Pistole, sondern das ist halt eine Pflicht, die der Bürger dann, wenn sie gesetzlich beschlossen wird, demokratisch, ne, ist das eine Pflicht, die man auf sich nimmt. Ist das im Ausmaß auch von 6 bis 8 Monaten? Oder das ist eine Frage, die man diskutieren muss. Aber ich glaube zum Beispiel, schauen Sie, diese Freiwilligen in der Feuerwehr jetzt vor allem, ne? Die bis zur Selbstaufopferung zehntausende unentgeltliche Arbeitsstunden investieren, die dann am Ende sind. Ne? Die wären schon froh, wenn noch andere Leute, eine Vielzahl von Menschen... Ja, aber das sind ja Bürgern, genau die Menschen, die Sie verpflichten wollen. Das sind genau die, die in die machen sie, aber es könnten noch mehr sein. Ne? Und wir sagen, dass nicht junge Menschen, langzeitarbeitslose Migranten, die einen Aufenthaltstitel haben, dass man die verpflichten könnte. Jetzt hauen Sie wieder hin auf bestimmte Gruppen. Nein, ich hau nicht hin. Das sind nicht die Leute, wo man sagt... Das Erste, was Ihnen eingefallen ist... Ja, das fällt mir sehr wohl ein. Das fällt nicht nur mir ein. Das ist eine Frage, was tut man für die Gemeinschaft, von der man lebt, von den Transferleistungen, von den Sozialen dieses Staates, leben die Leute. Das sollen auch was zurückgeben, finde ich. Also Langzeitarbeitslose und Migranten zum Zivilschutz verpflichten, Andreas Mölzer. Ja. Das ist schon eine Headline, muss ich sagen. Ja, was heißt Headline? Ne? Das ist eine Idee, ne? Oder ja, eine Maßnahme, die sich viele Leute denken, ne? Bei uns in Österreich. Ne? Ja, aber wir könnten ja auch ganz andere Wege gehen. Also wir könnten auch irgendwie überlegen, was sind wirklich unsere sozusagen zivilgesellschaftlichen Aufgaben? Wie Sie richtig sagen, als junger Mensch. Ja? Ich möchte was beitragen. Ich möchte gern einen Beitrag zur, ja, was auch immer leisten, ja. Da muss ich nicht verpflichtet werden. Ich möchte nicht nur, sondern ich muss unter Umständen. Das ist die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft hat Rechte für ihre Mitglieder und hat auch Pflichten. Und die Pflichten muss man machen, nicht nur, wenn man lustig ist. Aber du kannst einen jungen Menschen nur in dem Sinn schulen oder begleiten, dass er das auch wirklich freiwillig macht. Da haben Sie recht. Der Klassiker, ich glaube Schiller oder Goethe, aber Schiller war so gesagt, glücklich ist der Mensch, dem die Pflicht zur Neigung wird. Das heißt, der seine Pflicht gerne macht. Ne? Schön gesagt, ja. Ja, das ist so, bin nicht ich, das war ein größerer Geist. Aber das ist es. Ne? Natürlich wäre es schön, wenn er es freiwillig macht. Aber wenn er es nicht macht, muss er es halt auch. Ne? Ja, und da sind wir wieder beim Bildungssystem. Also das heißt, wir müssen unsere Kinder, unsere Jugendlichen dazu ermutigen, auch wirklich in Richtung Gemeinschaftswohl auch zu denken. Ja, da bin ich ganz bei Ihnen.
Punkt. Da bin ich in unserer Gesellschaft, die so hedonistisch ist und wo nur Selbstverwirklichung ist, wäre es gut, wenn man das Gemeinwohl auch stärker im Auge hätte. Könnte man jetzt aber übertrieben sagen, man müsste auch Einzelne verpflichten, Klimaschutzmaßnahmen zu verwirklichen. Nicht kann, sondern muss. Da haben Sie mich jetzt wieder erwischt. Das ist an sich ist richtig, wenn man das folgerichtig weiterdenkt, betrifft es auch das. Ich meine, ich bin auch verpflichtet, ich halte mich nicht gern dran an die Straßenverkehrsordnung. Ja. Ne? Also auch das ist eine... Aha, ja, okay. Und Sie sind immer noch hergekommen. Ich bin ein viel abgestrafter Schnellfahrer, aber ich zahle mehr Strafzettel wie Steuern, glaube ich. Aber abgesehen davon, das ist halt eine Pflicht, ne? Und das ist schon richtig. Auch vernünftiges Verhalten, wenn es entsprechend gesetzlich, demokratisch beschlossen wird, muss man einhalten. Ne? Das heißt zum Beispiel in kein Flugzeug mehr einsteigen, keine Kreuzfahrt mehr machen. Wir wollen es nicht, übertreiben. Wir wollen es nicht übertreiben. Aber ich denke trotzdem, dass wir unsere Jugend, unsere junge Generation dazu ermutigen können, auch wirklich was zu tun. Mhm. Also wirklich auch dabei zu sein beim Klimaschutz, dabei zu sein, unsere Erde auch wirklich zu schützen. Es war jetzt vor 3 Tagen der World Shoot Day. Also wir haben unsere Ressourcen verbraucht. Ja. Und das ist traurig genug. Ja. Trotzdem haben am nächsten Tag wahrscheinlich wieder genauso viele ihre Urlaubsreise per Flug begonnen, wie wenn nicht dieser Tag jetzt schon überschritten gewesen wäre. Es Overshoot Day. Ich glaube trotzdem, wir können anders. Ich glaube an unsere positive Kraft. Ich glaube, wir können wirklich anders. Gut, eine grüne Spitzenpolitikerin muss das natürlich können, aber ob es die Masse kann, das ist die Frage. Ja, aber anders werden wir nicht überleben. Hm. Anders geht es sich nicht aus. Anders wird Kärnten überschwemmt sein, es wird die Südoststeiermark überschwemmt sein. Auch das muss man nicht übertreiben. Ne? Aber es stimmt natürlich. Es gibt eine Fülle von vernünftigen Maßnahmen, die man auf der gesetzlichen Ebene als Staat, als Staatengemeinschaft beschließen kann. Hm. Es ist natürlich manches auch umstritten. Ne? Wie weit muss man jetzt sich festkleben auf der Straße, um das zu erzwingen? Oder geht es auch anders? Dass das jetzt kommen wird. Das ist ja die Frau Krawischnik völlig richtig. Man sollte überzeugen und nicht nötigen, ne? Das ist ja, bin ich ganz Ihrer Meinung. Aber das ist alles klar. Und also das ist präventiv sozusagen, ne? Kurzfristig, mittelfristig, langfristig, ne? Unter Umständen Maßnahmen, die erst in Generationen greifen womöglich. Ne? Das ist ja das Schwierige, klar. Weil du das irgendwie jetzt nicht vermitteln kannst. Ja? Und kurzfristig ist halt der Zivilschutz. Ne? Und da, ich muss ja sagen, ich habe mich damit jetzt beschäftigt, weil diese vielen Leute, das ist gerade in Kärnten, ne? Die das alles freiwillig, das ist schon bewundernswert. Ja. Das ist aber, nicht nur Nachbarschaftshilfe sondern Mitmenschlichkeit, das ist wirklich gesamtgesellschaftliche Solidarität. Aber was wollen Sie da jetzt genau beim Zivilschutz? Also Sie wollen das noch breiter machen, eine breitere Beteiligung. Aber die Beteiligung. Verpflichtung ist das, was die Frau Krawischnik so beschäftigt. Ja, das Leben besteht aus Pflichten, das ist scheiße. Das heißt, es ist entweder Feuerwehrdienst oder Rettungsdienst oder solche Sachen. Das ist das eine. Das Ausbauen, Fördern, Unterstützen der Freiwilligenarbeit ist eines. Ne? Ja. Und das andere ist natürlich schon, das da ist da liegt parallel. Auch vieles im Argen, weil die haben keine Ressourcen. Kann man noch mehr machen, bin ich ganz Ihrer Meinung. Aber es gibt schon auch staatsbürgerliche Pflichten, ne? Also Beispiele im Wehrpflicht, ne? Die man auch diesbezüglich im Sinne des Zivilschutzes aktivieren oder verstärken könnte. Es ist ja das Bundesheer mit armen wehrpflichtigen Hanseln, steht dann mit den Fiers bis zu den Knie im Dreck und schaufelt und so weiter. Ne? Das ist erwarten wir alle. Ne? Sind wir auch alle glücklich, wenn sie es tun. Ne? Und das kann man schon Ja. Da bin ich bei Ihnen, ja. Mir tut es trotzdem irgendwie leid, wenn Sie sagen, Sie wollen irgendwie junge Menschen verpflichten, weil junge Menschen haben Verantwortungsbewusstsein und die können auch. Müssen auch lernen, was Pflicht ist. Sehr, sehr spannend. Ist es Pflicht, sozusagen einen Zivilschutzbereich abzudecken? Eine gute Frage. Am Land machen das wirklich sehr, sehr viele. In der Stadt ist das nicht so verbreitet, muss man sagen. Ein ganz, ganz großer Unterschied. Freiwillige Feuerwehr ist ein bisschen auch so eine, ich sage es wienerisch, Haberer-Treffen-Geschichte, wo man halt Freunde trifft und so weiter. In der Stadt ist es eigentlich undenkbar. Da gibt es die Berufsfeuerwehr, die Berufsrettung, das ist alles sehr organisiert, ein bisschen steifer. Das stimmt. Und das ist auch bedauerlich. Aber ich finde, dass trotzdem dieses System, dass junge Menschen sich für etwas engagieren wollen und dafür haben die auch ein Herz. Ja? Und das darf man nicht irgendwie ablehnen oder irgendwie schlecht machen. Nein. Und das können sie auch. Ja? Wir sollten unseren jungen Leuten mehr zutrauen. Wir sollten sie nicht verpflichten, irgendwie Gutes zu tun, sondern wir sollten auf ihre... Das sind nur meine Kinder so faule Hunde. Eigenschaften setzen. Nein. Du möchtest, dass Kinder sind faule Hunde? Gut. Nein, überhaupt nicht. Aber sehr, sehr spannend. Sie kennen sie nicht. Nein, die sind mit Sicherheit ganz tolle Menschen. Na ja.
die einen sagen so, die anderen so. Da merkt man aber schon, die grüne Politik ist ein bisschen so ein Hoffnungsthema. Ja, schon sehr gutmenschlich. Sehr sympathisch. Und da ist das verpflichtend. Nein, also meine Philosophie ist immer, an das gute Menschen zu glauben. Ja, schauen Sie, ich bin natürlich Realist als Rechter. Ne, und sage, der Mensch ist gut, die Leute sind schlecht. Ne? Das ist nicht. Ich bin gut, alle anderen sind schlecht. Wir werden das nicht lösen, aber es ist ein interessanter Ansatz jetzt gleich zum Zivilschutz. Soll er verpflichtend werden oder nicht? Sie können sich den Kopf darüber zerbrechen und am Stammtisch darüber diskutieren. Genau. Ebenso wie zu unserem nächsten Thema. Sollen Politikergehälter erhöht werden? Und wenn ja, auf Bundesebene oder auch auf Landesebene? Denn die FPÖ ist sich offenbar nicht so ganz einer Meinung. Herbert Kickl sagt, nein, es gibt nicht mehr. Andere in den diversen Bundesländern, Stichwort Oberösterreich und Salzburg, preschen aber vor und sagen, nein, wir erhöhen im Landesdienst. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Alle Details zu den Politikergehältern gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Damit wieder herzlich willkommen hier bei uns beim Duell vom möglicherweise verpflichtenden Zivilschutz jetzt also zu den Politikergehältern. Es soll wieder eine Null-Lohn-Runde kommen, allerdings zumindest einmal im Bundesbereich, sprich alle Ministerinnen und Minister, der Bundeskanzler, der Vizekanzler, der Bundespräsident, viele, viele sind da betroffen, aber eben nicht alle, nicht unbedingt zwingend die Landespolitik. Da könnte durchaus erhöht werden, 5% werden es auch werden, zum Beispiel in Salzburg und in Oberösterreich. Ist das richtig? Also ich finde, das ist eine sehr populistische Debatte. Also weil ich meine, mein Gott, ja, sollen Politiker ein bisschen mehr verdienen? Ist total in Ordnung, ja. Die leisten auch was, die arbeiten viel, die sind ununterbrochen unterwegs. Also gerade Landespolitiker sind in jeder Gemeinde unterwegs, werden von allen angesprochen. Warum nicht? Ja? Hm. Warum soll das nicht okay sein? Haben Sie sich eigentlich damals im Parlament als Abgeordnete zum Beispiel oder auch als Klubobfrau unterbezahlt gefühlt? Nein, nein, natürlich nicht. Ich war Klubobfrau, ich habe gut verdient. Ja? Ja. Aber ich finde, ein National als Abgeordneter, ein Bürgermeister, das ist nicht die Welt. Ja? Mhm. Du verzichtest ja auch auf viel. Ja? Du hast keine sonstigen beruflichen Chancen. Du kannst danach irgendwie schauen, wie du weiterkommst. Also, ja, gut, ja. Sie sitzen ja auch erfolgreich jetzt. Sie sind selbstständig. Also man kann ja viel daraus auch machen, aus dem eigenen Namen. Ja, ich finde trotzdem, es ist nicht wirklich überbezahlt. Mhm. Also wenn du in die Wirtschaft gehst und dort versuchst, da hast du ganz andere Gehälter. Ist kein Vergleich. Ist das mit dem 24-7 von Montag bis Sonntag wirklich so, dass man quasi rund um die Uhr und immer im Einsatz ist, ganz, ganz ehrlich? Für mich war es schon so. Also ich war rund um die Uhr irgendwie erreichbar. Also boom. Es hat ununterbrochen das Telefon geklingelt. Aber gut, ich war an der Spitze. Ich weiß nicht, wie es anderen gegangen ist. Aber ja. Boom. Also wirklich damals schon. Das war ja natürlich auch schon Social Media, aber so dicht wie jetzt war es noch nicht. Also jetzt ist wahrscheinlich mutmaßlich noch mehr geworden. Ja, mit Sicherheit. Ja. Andreas Mölzer, wie war es in der EU-Zeit? Das ist ja auch nicht quasi gleich nebeneinander. Man muss hinfahren, man muss zurückfahren, man ist weg von zu Hause. Auch da gibt es natürlich geregelte Einkommen. Haben Sie damals das Gefühl gehabt, das ist angemessen, was Sie da verdienen? Naja, das ist ein bisschen komplexer, das Thema. Ich habe die Segnungen des dritten Gliedes genossen, ich war ja nicht an der Spitze. Ne? Da ist natürlich manches vielleicht ein bisschen leichter und kamotter. Aber die Debatte hat mehrere Seiten. Ne? Die eine ist die, dass die Leute sagen, Sauerei, jetzt wollen die auch 10% mehr, das ist gleich Tausender. Und in Zeiten der Krise stünde es natürlich der Politik gut an, wenn man da Solidarität mit den Sozialschwachen zeigt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich die, dass Politikergehälter ja von einer Nulllohnrunde zur nächsten taumeln seit Jahren und dass das natürlich im Wesentlichen so ein Abgeordnetengehalt, das ist ja die Basis für alle anderen Gehälter von der Berechnung her, ja wesentlich weniger wert ist als noch vor 20 Jahren beispielsweise. Und dass man natürlich, das ist, ich sage, dass er ja keine guten Leute mehr kriegt, ne? Weil wer wird es ihm das antun? Ne? Er darf nichts verdienen, er ist der Trottel der Nation, indem er in der ständigen medialen Kritik steht und kann sich nichts mehr erlauben und nichts. Ne? Verdienen darfst du auch nichts, ist alles, ich kann mich erinnern, ich war immer einer der wenigen, der gefragt hat bei den
Einkommen, die man als Abgeordneter hat, also die vorletzte Stufe, die höchste, weil man nicht zugemutet, man muss es nicht übertreiben. Ne? Mhm. Aber die höchste haben nur die Notare und so weiter noch. Ne? Mhm. Habe ich immer angegeben, weil mir das irgendwie peinlich war, dass ich als Abgeordneter nur von dem Abgeordneten gehört. Das ist meines Erachtens kein Beruf, Abgeordneter. Ne? Das ist eine politische Berufung, aber man hat davon, nicht abhängig zu sein und nicht zu leben. Ne? Aber solche Leute wirst du gar nicht mehr kriegen, wenn sie nichts verdienen dürfen. Ne? Heißt das aber im Umkehrschluss, wir haben schwaches Personal derzeit? Ja, das absolut. Das ist schon ein negativer Bereich, dass die politische Klasse natürlich da immer schwächer wird. Ne? Weil die guten Leute, die gehen in die Wirtschaft, verdienen das Fünffache oder machen Karrieren und sind nicht die Trotteln in den Medien. Ne? Also das ist die Frage. Du musst entweder ein echter Idealist sein für die Politik oder ein Depp. Ne? Ja, das mit dem echten Idealisten oder Depp würde ich unterstreichen. Ja. Aber wie sollen wir es lösen? Ja? Ja, schwer, schwer. Es ist ja blöd. Ne? Du kannst natürlich nicht sagen, jetzt die Politiker müssen so wie ein Bankvorstandsdirektor, CEO verdienen, Hunderttausende mit Bonis, geht auch nicht. Ne? Auf der anderen Seite, du kannst das gegenteilige System, du sagst, es dürfen nur mehr Trumps reiche Leute in die Politik gehen, die gar nichts verdienen. Das wollen wir auch nicht. Das geht auch nicht. Ja. Ne? Es ist schwierig. Und das war in Österreich ja, glaube ich, eine große Errungenschaft, dass wir irgendwie sozusagen ein Politikergehaltssystem gehabt haben, wo Leute auch wirklich reingegangen sind, ja. Also wo es okay war. Ja. Ja. Das ist es aber mittlerweile nicht mehr. Ja. Und wissen Sie, um die Frage... Das heißt, es ist zu wenig sozusagen, kann man das objektiv so sagen? Und man kriegt deswegen nur, wie es der Andreas Mölzer sinngemäß sagt, schwaches Personal? Ja, würde ich schon so sagen. Aber Herr Koller, da kommt etwas dazu, was ich Ihnen noch sage, weil Sie gefragt haben wegen der EU. Ja. Also es ist in der EU so, im EU-Parlament, natürlich in anderen Vertretungskörpern auch so. Da gibt es das offizielle Gehalt. Ne? Du kannst sagen, okay, das sind 9.500 Euro, dann kommt die Steuer weg, dann kommt die Parteiabgabe weg und dann bist du Versicherung und dann bist du bei 3.000, 4.000 Euro netto. Ne? Es ist nicht unbedingt der Hauseck. Ne? Ja. Das ist die eine Sache. Aber dann gibt es immer Nebengebühren, dann gibt es Verfügungsgelder, dann gibt es Spesenpauschalen. Schalen und nein, aber, und. Nein, das stimmt nicht. Es stimmt natürlich. Ich kenne alle Schmähs. Ich bin Club-OV gewesen. Ich habe keine Nebengebühren bezogen. Nee, aber Sie haben auch sicher Spesenpauschalen gehabt und Sie haben sicher das Auto, wo Sie gefahren sind, nicht selber gezahlt. Das wissen wir, das ist bei jedem Club-Obmann so. Der hat den Dienstwagen und wird damit geführt. Ne? Ich bin das auch mit so. Keinem Auto gefahren. Ja, dann sind Sie mit dem Radl, mit dem Dienstradl gefahren, ist auch wurscht. Ne? Aber das ist immer billiger. Nein, ich scherze. Ne? Aber natürlich gibt es. Aber Sie tun so, als wäre diese Nebengebühren irgendwie, dass das Butter am Brot, das ist nicht. Na klar. Schon. Schauen Sie, ich sage Ihnen, EU-Abgeordnete. Das hat vielleicht Herr Strache so gemacht. Na gut, die hat das anders so angelegt. Hat es nicht so fromm. Ich hasse das, wenn man wirklich sagt, die anderen und wir sind so gut. Und die Frau Gewessler fliegt nicht mit dem Privatjet nach Saudi-Arabien oder in die Golfstaaten, sondern die ist mit dem Radl gefahren. Mit dem Privatjet. Ja, doch, die ist mit einem Jet da oben geflogen und hat sich bei irgendeinem Scheich da. Ist ja auch immer wurscht. Ne? Die Sache ist die, schauen Sie, ich weiß von der EU, da gibt es eine Büropauschale, die nicht einmal versteuert werden muss von 4.000, 5.000 Euro und. Darüber redet keiner. Ne? Das Gehalt ist doppelt besteuert und hin und her. Mhm. Und dann gibt es das und das und das. Und dann hast du Mitarbeiterpauschalen, so wie im Deutschen Bundestag, von 25.000 Euro im Monat. Ne? Und da kannst du die Mitarbeiter beschäftigen. Nein, aber das ist in Österreich nicht so. Ich weiß, wie es ist. Es gibt keine... Du hast auch Mitarbeiter als Abgeordneter. Aber was heißt das? Sie haben quasi nur das Gehalt bezogen? Ja, mit Sicherheit. Gar nichts. Ja, mit Sicherheit. Ja, aber Sie haben ja auch Aufwendungen gehabt. Ja, Sie haben ja Aufwendungen gehabt als Clubobfrau. Werden Sie ja nicht selber alles gezahlt haben, wenn Sie irgendwo hingefahren sind oder was. Ne? Ja, aber das war im Größenbereich von, ich weiß nicht, 200, 300 Euro. Ja, ist ja wurscht, aber es gibt, ich sage ja nur, die Tendenz, wenn man so fromm ist und den Leuten kein ordentliches Gehalt gewährt, dass sie Tendenz haben, sich da bei diesen Geschichten zu bedienen. Ne? Aber das finde ich schlecht. Das ist eine FPÖ-Krankheit. Aber geh. Keine Grüne, mit Sicherheit nicht. Ja, Grünen, die sind so fromm, ich weiß, die sind so brav. Und die SPÖ macht nichts und die ÖVP macht nichts und alle sind nur die FPÖ schlecht. Nein. Da lachen die gelernten Österreicher. Das habe ich auch nicht gesagt. Dann passt. Aber bitte bleiben Sie seriös. Und trotzdem, also ich bin aus Prinzip nicht seriös beim Diskutieren. Aber wir haben das nicht bezogen. Schauen Sie, also mir wird niemand erzählen, dass der Vizekanzler Kogler keine Verfügungsmittel hat. Ne? Das wird aber nicht, wird man niemand erzählen. Ne? Na gut, das, das glaubt da hier die Aber das wird alles sauber abgerechnet. Ja. Das heißt, sauber abgehen ist okay, aber es wird halt alles bezahlt. Ne? Du hast halt dann so, ich spare beim Gehalt und spende für die Armen und Schwachen und daneben wird alles gezahlt über diese Verfügungsmittel. Das ist doch unehrlich. Mhm. Nein, ist es nicht. Also, ich glaube, wir sind alle sehr glücklich darüber gewesen, was wir für Gehälter bezogen haben in der Politik. Das war sehr in Ordnung.
Und wir haben auch mit Sicherheit nichts darüber hinaus bezogen. Aber wie ist es zum Beispiel mit den Spesen, die man ja bekommt, bei Essen gehen, bei Essenseinladungen? Ich weiß schon, wenn es berufsbezogene sind, also natürlich. Ich hab das so gehandhabt. Also wir haben einen Fonds gehabt, also wir haben einen Teil unseres Gehalts für den Abgeordnetenfonds zur Verfügung gestellt. Mhm. Und aus dem heraus haben wir Dinge wie Balleinladungen, Essenseinladungen gezahlt. Aha. Aber ich habe nichts vom Staat sonst bezogen. Und dieser Fonds hat sich quasi aus den Einlagen gespeist. Ja. Das haben die anderen als Parteispende gemacht, weil die haben sozusagen Parteisteuer. Und wir haben das sozusagen für soziale Zwecke verwendet. Das war's. Ja. No. Wie war das jetzt mit Heinz-Christian Strache und dem behaupteten Aufgaben? Weiß ich nicht, das müssen Sie selber fragen. Ja, er sagt nichts wirklich. Naja gut, es ist in dem Fall ja gerichtsnotorisch. Ne? Ja. Aber es ist ja so, zu glauben, ich würde, also die Grünen, nein, das ist die Herrscher der Heiligen, da haben wir uns schon geeinigt drauf. Ne? Nein, Sie müssen nicht zynisch sein. Ja doch, jetzt bin ich jetzt, bewusst, weil die Österreicher... Aber ich habe wirklich nichts davon gesagt. Ich glaube, das ist ja nicht persönlich, um Gottes Willen, das geht jetzt nicht um Sie als Person, sondern ums System. Es wird doch keiner glauben, dass der SPÖ-Chef Babler bei seiner, wie heißt die, Rückeroberungstour der Österreicher, wie heißt die, oder was weiß ich, wie heißt die schnell, ne? Dass der jetzt sein Kaffee selber zahlt im Kaffeehaus. Das werden Sie doch nicht selber glauben, oder wenn er eine Runde Bier schmeißt. Ja, sind die Leute so deppert, dass sie das glauben? Kein Mensch glaubt das in Österreich. Mhm. Und das betrifft den ÖVP-Chef und das betrifft den FPÖ-Chef, wenn er als Politiker unterwegs ist. Das ist so. Ne? Und ich meine, natürlich weiß ich es konkret von der eigenen Partei, von Haider und am besten, wie das gelaufen ist. Ne? Ich war einmal mit dem Haider in Hamburg, mit einem Chat sind wir da aufgeflogen, um irgendeine, den Bund freier Bürger vom Herrn Brunner, ich glaube 1994, unterstützt. Kurz vor. Ja. Und da war wilder, der schwarze Block in Hamburg aufmarschiert und da sind wir demoliert worden. Und da habe ich mir auf Regimentskosten nach einem völlig demolierten Anzug einen Anzug gekauft. Ja, also, doch so. Sie haben sich einen Anzug gekauft? Ich habe einen kaufen müssen, weil ich einfach... Ein Anzug mit Eier. Sie können es mir wirklich glauben. Ich habe niemals... auf Parteikosten etwas konsumiert oder mir eine Kleidung gekauft. Was ist mit dem Kaffee? Wenn Sie unter was ist mit dem Kaffee, von dem man spricht? Schauen Sie, ich war so oft im Fernsehen. Glauben Sie, ich habe mir irgendwann mal einen Anzug oder ein Kleidungsstück das glaube ich gern, leisten können? Gern nicht gemacht, nein, das habe ich 280 Euro. Nein, es ist ja Spaß beiseite. Aber dass die Spesen, das verstehen die Leute auch, dass die Spesen, wenn einer politisch unterwegs ist, als Parteichef beispielsweise oder in die Gaffung bezahlt. Das konntest du ja gar nicht abrechnen. Du konntest keine Spesen an Kleidung oder irgendwas abrechnen. Na, Kleidung nicht. Ich rede jetzt von Konsum zum Beispiel, Konsumation. Der Kaffee, der berühmte Kaffee, von dem er gesprochen hat. Man lädt da am Hauptplatz von Amstetten 3 Liter von Kaffee ein. ja, das ging. Ja. Ja. Durch den Fonds von euch, den ihr selber einbezahlt habt, oder dann doch über ein Spesenkonto? Nein, das habe ich dann selber gezahlt und auch selber abgerechnet. Aber Herr Koller, wir verirren uns. Das geht ja jetzt nicht darum, einen Einzelfall zu prüfen und da die Heiligkeit oder Unheiligkeit festzustellen. Es geht ja darum, dass ich sage, wenn die Politiker kein ordentliches Gehalt bekommen, besteht die Gefahr, dass sie sich bei anderen Dingen bei solchen Spesen... Aber sie kriegen ja ein ordentliches Gehalt. Das ist ja absolut in Ordnung. Naja, wenn die Kaufkraft vom Gehalt um ein Drittel sinkt innerhalb von 10 Jahren, dann habe ich schon Zweifel. Dann habe ich schon Zweifel. Ja, da muss man natürlich schon sagen. Ja, weil es halt einfach nicht opportun ist und weil Boulevardmedien immer wieder auf Politiker hinkaut haben. Neiddebatten, ich sag's ja. Und das ist unangenehm, weil es geht sonst wirklich niemand mehr rein. Nein, es ist ein Reflex in der Opposition, dass man immer sagt, wir sind sofort für die Nullerrunde. Das machen wir andere auch, da fallen wir andere auch ein. Ne? Aber wie das ist das jetzt in der FPÖ, Herr Mölzer? Da können wir schon ein bisschen nachfragen. Der Herbert Kickl hat gesagt, nein, wollen wir nicht, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene. Diese Partei heißt Freiheitliche Partei und da dürfen wir diskutieren über so etwas. Ja, ist ja in Ordnung. Unterschiedliche Meinung. Dann kommt die Marlene Swatzek in Salzburg und sagt, nein, wir arbeiten so viel bei uns. Bekommen die Landesbediensteten 5% mehr, sozusagen. Ist ja nicht nichts, die Landespolitik. Ihre Meinung. Das Gleiche hört man vom Herrn Heimbuchner in Oberösterreich. Das sind ja die Personen, wo man das Gefühl hat, das sind eh nicht die besten Freunde quasi von Herbert Kickl. Und die machen jetzt quasi das Gegenteil.
Nein. Wie geht sich das aus? Das ist eine unterschiedliche Meinung, die da debattiert wird. Man wird sich auf irgendeine Linie einigen. Es ist halt jetzt natürlich so, die Tendenz sieht man jetzt nicht nur an diesem Fall, sondern an anderen. Das ist eine der Strategien, wo man halt das Umfragehoch der FPÖ natürlich wieder oberdividieren würde. Also, jetzt müssen wir schauen, dass da Streit ist drinnen, dass diese Konfliktlinie und jene aufgepoppt wird und so weiter. Das ist eh klar, das weiß ja jeder. Aber glauben Sie nicht, dass es den Herbert Kickl in der unterschiedliche Meinungen. Die Landespolitiker sagen, nein, bei uns gibt es nicht null. Null Erhöhung, ja, bei uns gibt es 5%. Der hat im Moment wenig Anlass, nervös zu sein, glaube ich. Ja, schön, dass Sie das glauben. Ja. Ich finde trotzdem, man kann über das diskutieren. Und ich finde es auch gut, dass es diese Meinungen gibt und dass es auch in den Ländern auch Menschen gibt, die sagen, okay, es reicht. Ja, und es wird nicht erhöht. Schauen Sie, ja. Ich kenne das vom Haider, damals hat man die 60.000 Schilling-Grenze eingeführt. Ja. Ne? Und das war natürlich, alle möglichen haben sich daran halten müssen. Ja. Ne? Und der liebe Jörg hat Riesenspesenpauschale gehabt. Ich neige ihm nicht dazu, Pflichtverteidiger meiner eigenen Gesinnungsgemeinschaft zu sein wie Sie, sondern ich sehe dadurch, dass ich Sie am besten kenne, kenne ich auch die Fehler. Ich bin überhaupt keine Pflichtverteidiger. Also da gibt es nichts zum Kritisieren, ich weiß. Aber abgesehen davon, das war natürlich doppelbödig. Ich kann mich erinnern, da hat es gegeben die alte Politikerpension, in die wir sogar noch eingefallen, weil ich Bundesrat war. Ne? Da hat der liebe Jörg gesagt, alle müssen verzichten. Ne? Das war natürlich populistisch, ne? Damit uns, das gut ausschaut. Bei uns haben alle verzichtet, wissen Sie, wer nicht? Ja, bei uns auch, ja. Na, wissen Sie, wer nicht? Keine Ahnung. Peter Bild. Na, das ist typisch. Oh, jetzt kommen Geschichten, die kennt man ja von der Eva Klawischnik. Peter Bild war jetzt auch nicht der nächste Freund, würde ich mal sagen, oder? Er hat nicht verzichtet. Und der Jörg Haider hat natürlich das Geld in Klagenfurt verteilt, die 100-Euro-Scheine im Hauptplatz. War dann wieder später. Es war später. Dann wieder andere Baustelle. Aber es ist, ich meine, was ich sagen will damit, ich meine, da sage ich nicht um meiner Partei. Wir haben alle verzichtet. Wir jungen Abgeordneten haben alle verzichtet. Ich habe auch verzichtet, aber eigentlich nicht aus Idealismus, sondern weil ich die 10 Jahre nicht zusammengebracht hätte. Weil die alte Politikerpension hast du gekriegt, wenn du 10 Jahre im Mandat warst. Mhm. Und ich war 3 Jahre Bundesrat und der Haider, und dann bin ich ins EU-Parlament gekommen und da habe ich gewusst, der Haider wird mich nie mehr aufstellen, weil das ja gegen seinen Willen war. Und ich habe gesagt, naja, dann verzichte ich lieber gleich. Also sehr, das zur edlen Motivation. Sehr, sehr spannend. Wir werden das Thema nicht wirklich lösen, ja, aber so, sehr interessant, so unterschiedliche Parteien da agieren. Eva Klawischnik hat alles ganz offiziell, hat eine weiße Weste. Bei mir Andreas Mölz ist zumindest ein Anzug sich ausgegangen, wenn es in den 90er Jahren war. Na gut, der Alte war besser, den ich früher gehabt, der ist demoliert worden. Aber der ist auch nicht schlecht. Na, der ist ja schon 20 Jahre jünger, wie der den damals gekauft hat. Wir haben ein anderes spannendes Thema. Jedes Jahr aufs Neue wird sie veröffentlicht. Die Liste der faulsten Abgeordneten. Das ist teils ein bisschen peinlich für die, die dann eher an den unteren Rängen rangieren, weil das Gehalt wird ja trotzdem weiter bezahlt, ganz egal, wie oft man jetzt am Rednerpult gestanden ist. Und da gibt es jetzt eine sehr, sehr spannende Liste. Ja. Ganz schwach, und da geht es jetzt um die Anzahl der Wortmeldungen in der aktuellen Legislaturperiode. 2,5 Jahre gilt die jetzt und läuft die schon. Axel Melchior, der Ex-ÖVP-General, hat nur 28 Mal in diesen 2,5 Jahren gesprochen. Das ist wirklich wahnsinnig oft. Und Philippa Beck, Sie kennen sie wahrscheinlich noch unter Philippa Strache, die ja dann nur noch wilde Abgeordnete gewesen ist, nur mit 31 Beiträgen oder Wortmeldungen die zweitschlechteste. Das ist wirklich wenig, oder? Nein, aber das ist trotzdem ungerecht, das so zu bewerten. Ja? Weil sie hat ja keinen Club, der sie aufstellt. Für kriegt ja keine Redezeit. Hm? Ja, also ich glaube, ja, man kann über Philippa Beck jetzt irgendwie so oder so eine Meinung haben. Ja. Gut, wir werden das im Detail alles analysieren und es wird uns niemand durch die Lappen gehen, gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Ja, und damit wieder herzlich willkommen zurück nach der Werbepause hier bei unserem Duell. Und wir waren mittendrin, die faulsten Abgeordneten im Nationalrat ein bisschen zu outen und zu analysieren. Da wird ein bisschen der Wüterkopf geschüttelt, das ist alles so unfair, die Medien sind schuld. Aber trotzdem, Eva Klawischnik, verspürt man eigentlich den Druck zu reden, wenn man Clubobfrau ist und das Gefühl hat, man muss in dieser Liste, die ja wie das Amen im Gebet kommt, man sollte da schon gut ausschauen? Als Clubobfrau redest du sowieso immer, ja? Ja, also du hast immer die Erstreden. Na, Anna redet weniger, wir kommen zu ihm noch. Anna redet weniger im Moment. Von Herbert Kickl wahrscheinlich. Ja, bei Herbert Kickl. Wer hätte das gedacht? Nein, er ist der Letzte in der Club-Obmännerliste. Es hat wenig Bedeutung eigentlich. Also wenn du viel redest, wenn du wenig redest, es hat wenig Bedeutung. Und es ist unfair, auch die Abgeordnetenarbeit auf das einzuengen.
Also die sitzen viel in Ausschüssen, die arbeiten in anderen Bereichen. Die bereiten sich fachlich auf bestimmte Themen vor und verhandeln. Und das wird alles nicht gesehen. Ja, es wird halt einfach nur vorne die Erstrede gesehen. Und das ist unfair. Ja, aber ganz ehrlich, wenn Sie drinnen sitzen und wissen, jetzt komme ich gleich wieder raus, bin die Klubobfrau, die Kameras sind auf mich gerichtet, dann gibt es vielleicht irgendeine Überschrift in der Kronenzeitung am nächsten Tag. Das sind ja genau die Dinge, ja, die medial transportiert werden. Das ist Stress. Absoluter Stress. Und ich habe auch oft genug Angst gehabt und habe Magenschmerzen gehabt und habe mir gedacht, Scheiße. Wirklich? Ich muss jetzt die Erstrede halten, ja, zu einem Thema, wo ich nicht so 100% sicher bin. Na klar. Ja. Also nein, es ist nicht lustig. Ja. Wie penibel vorbereitet ist denn das so wirklich? Ist das so, dass man sich da exakt ein Skript hält oder wird da ein bisschen auch frei interpretiert? Nein, ich habe mich absolut perfekt immer vorbereitet. Also ich habe mich versucht, in das Thema richtig einzuarbeiten und ich habe es auch seriös vorbereitet. Ja. Ich habe aber trotzdem auch immer Angst gehabt. Also, ja. Ja, aber wirklich gescheitert. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass da plötzlich einer abbricht und mir fällt nichts mehr eine her auf. Das gibt es ja nicht. Ja, na schon, aber du bist trotzdem nervös und es ist anstrengend und du hast Angst. Es ist einfach so. Ja. No, du hast Angst? Wie war es bei Ihnen? Sie reden ja einfach frei von der Leber. Naja, ist die Frage, ob man frei redet oder ob man ein Manuskript abliest, das ist schon eine Frage. Aber um zurückzukommen zur Frage, faulster Abgeordneter, die Anzahl der Reden sagt wirklich überhaupt nichts aus. Das ist ein Medienspiel, das gar nichts bedeutet, sondern es kommt schon darauf an, wie wichtig die Arbeit des Abgeordneten im Bereich der Gesetzeswerdung ist. Ne? Was er für Gesetzesmaterien vorbereitet, durchbringt und. Ne? Und darum ist auch die Frage, wie oft der Klubobmann Kickl redet, völlig unerheblich. Die Frage ist die, wie gewichtig sind die Reden? Ne? Die werden halt wahrgenommen, wogegen die Reden vom Herrn Wöginger sind eigentlich Blunzen. Ne? Herr Wöginger ist aber sehr, sehr fleißig, muss ich dazu sagen. Und was bedeutet das? Immerhin, ÖVP-Klubobmann ist jetzt ja, auch nicht. Ja, aber was ist jetzt? Wo sind die Jahrhundertreden? An welche können Sie sich erinnern? Beim Kickl kennen sicher ein paar. Ja gut, er formuliert sehr, sehr sitzfest, keine Frage. Aber dass jetzt sind Sie aber wirklich der Parteiverteidiger. Ja, das ja, schon, nein, das in dem Fall mache ich es, obwohl ich der Ansicht bin. Sie haben wirklich den Eindruck, dass Herbert Kickl gute Reden der Letzte hält? Im Ranking? Naja, der ist sicher der schärfste Rhetoriker im Parlament im Moment. Das kann man, muss ja, man, weil er am aggressivsten ist. Ja, Moment. Aber aggressiv heißt ja nicht gut. Ja, das Gut ist jetzt vielleicht der falsche Terminus. Und klug. Aber die Aufsicht, ja klug. Mein Gott, was ist schon klug in der Politik? Ne? Aber aggressiv ist er. Moment, Frau Klebeschnick. Aggressiv ist er, natürlich ist er ein Kampfrhetoriker. Ne? Aber das sind die Reden, die übrig bleiben. Ne? Natürlich, als scharfer Oppositionspolitiker ist er nicht dazu da, um der Regierung zu schmeicheln. Ne? Und das will wir auch keiner. Ich hätte auch gern einfach mal Interesse an inhaltlichen Themen. Also, aber darum geht es jetzt nicht, ne? Ob Sie das inhaltlich gut finden oder weniger gut finden. Aber das sind natürlich die Reden, die im Parlament, der parlamentarischen Auseinandersetzung Gewicht haben und da bleiben. Ne? Die der Kickl, das muss man nicht gut finden. Inhaltlich sowieso nicht, wenn man der politische Gegner ist. Ne? Mhm. Aber das sind natürlich Reden, die ein anderes Gewicht haben, wie halt irgendwelche x-beliebigen Wortmeldungen vom Gust aus Oberösterreich. Gust, August Wöginger, um es einmal konkret zu sagen. Nur als Beispiel. Aber, ja, ich weiß schon. August. Aber wie ist aber das es, jetzt? Es gibt sehr viele Reden von Frauen, zum Beispiel, die nicht beachtet werden, die inhaltlich sehr viel stärker sind und die inhaltlich sehr viel Das ist ja sehr interessant. Aber, ich meine, das ist keine inhaltliche. Aber nicht aggressiv nicht sind. Ja, und Herbert Kickl ist halt aggressiv. Naja, gut. Wie war das mit Peter Pilz? Ja, Peter Pilz war auch aggressiv. Ja. Ah. Aber wir hatten sehr viele und wir haben immer noch sehr großartige, tolle Frauen, die gut reden. Ja. Und Sigi Maurer redet gut. Ja. Ich bewerte das jetzt nicht inhaltlich, wenn Sie gestatten. Da gibt es ja allerhand Gerüchte, was mit der Sigi Maurer werden könnte. Nach einem möglichen Zerfall der aktuellen Bundesregierung gibt es viele, viele Gerüchte, aber lassen wir das jetzt. Papst in Rom. Ja, wie ist das, Frau Klawischnik? Man weiß dann, bald kommt sie wieder, dieses Ranking. Auch wenn das jetzt vielleicht objektiv nicht unbedingt der Wahrheit letzter Schrei ist. Trotzdem, man will ja jetzt nicht, wie manche im Ranking, ganz unten auftauchen. Mit den Redezeiten jetzt? Ja, stellt man sich da nur extra raus und zeigt nur dreimal auf, nein, damit das nicht passiert? Nein, das spielt keine Rolle. Das ist wirklich, das ist vollkommen wurscht. Aber innerparteilich zeigen da nicht alle mit dem Finger? Nein, das ist irrelevant. Also okay. Das machen halt ein paar Zeitungen und du ärgerst dich drüber, weil es einfach irrsinnig ungerecht ist.
und du weißt, was viele Leute leisten. Und ja, ja, und die Ahnungslosen, das Altpapier, die ja? Ahnungslosen in der Bevölkerung nehmen es halt irgendwie ernst und das ist halt dann ungut für einen. Das ist schon klar. Ne? Ja, aber wer liest das alles? Naja, die Kronenzeitung. Kronenzeitung lesen dann schon ein paar Menschen. Also dieses Ranking sagt, Herbert Kickl hat die wenigsten Wortmeldungen aller Klubobleute. Also ich hätte mir das nicht gedacht, da haben Sie vielleicht schon recht. Ja, es ist sehr prägnant, was er sagt. Aber auch die Anzahl, dass die so gering ist, würde man nicht annehmen. Ja, aber auf die kommt es nicht drauf an. Ja, eh, klar. Natürlich ist die Frage, was wird daraus eine Headline, eine gute? Und die liefert er schon. Ja, anders, würde ich sagen. Auch mit jeder Rede und sonst auch. Ja, ne? Keine Frage. Also Mangel an Headlines wird er im Moment nicht. Na, hat er nicht. Sonst Fotos keine Reden mehr halten müssen? ja. Ja, schon, ja. Weil der Pulsschlag dann ein bisschen ruhiger bleibt, sozusagen. Nein, es ist anstrengend. Ja, so. Und es ist auch nicht angenehm. Ja. Also du musst zu jedem Thema irgendwie eine Meinung haben. Und ja. Sehr, sehr spannend die Zahl generell. Gerald Loacker von den Neos liegt auf Platz 1 mit 242 Wortmeldungen in der Legislaturperiode. Es ist wirklich viel. 242 und eben Philippa Strache oder jetzt eben Beck, das waren nur 31. 31 zu 242. Jetzt kann man sagen, ja, ist das nicht so schlimm, aber es ist trotzdem Faktor 10. Aber Sie kennen ja den alten Spruch, wer mehr als Prost sagt, ist ein Schweizer. Das ist naja. Gut, aber das ist eine kleine Fraktion. Die haben ja, natürlich, bei jeder Debatte auch ein Rederecht im Vergleich zu großen Fraktionen. Ja. Ist natürlich klar, dass die Neos... Die Neos müssen viel reden können, das stimmt schon. Aber es stimmt schon, Parlament kommt von Parlare und das heißt reden. Ne? Palaver, Palaver würde man in Wien wieder sagen. Wir werden das Thema nicht lösen, aber sehr, sehr spannend ist es trotzdem. Die faulsten Abgeordneten, auch wenn es vielleicht nicht ganz objektiv ist, das Ranking ist wenige Tage alt. Ja. Wie immer gegen Ende unseres Duells, unsere zwei Rubriken, wo man nie ganz genau weiß, was hat er sich ausgesucht. Ich nehme mich zu diesem Thema, das wissen die beiden noch nicht. Oder sie schauen manchmal auf meinen Zettel, aber diesmal habe ich ihn hoffentlich verdeckt. Wir kommen als erste dieser beiden Rubriken zur Frage des Tages. Ja. Dominic Thiem ist wieder mal ins Finale gekommen von einem ATP-Turnier in Kitzbühel letzte Woche. Er hat das Finale dann zwar nicht gewonnen, aber er hat ordentlich nach oben geschoben. 32 Plätze plus in der Weltrangliste. Aktuell liegt er jetzt auf Rang 84, ist jetzt nicht unbedingt der Spitzenplatz, er war ja ganz, ganz vorne, aber immerhin, es ist nicht mehr dreistellig. Mhm. Unsere Frage des Tages, die wir gestellt haben, und da brauche ich jetzt eure Antworten, und das immer zügig, wird es Dominic Thiem wieder schaffen, an die Weltspitze zu kommen? Ja, absolut. Ja? Also, ja. Was ist Weltspitze? Top 10? Ja, wenn jemand dieses Mindset hat, ich glaube an ihn, absolut. Boom. Ja. Mhm. Das ist aber okay, wird es Dominic Thiem schaffen. Ich könnte jetzt blöd reden und sagen, wer ist das? Andreas Mölzer. Wäre ja gelogen. Nein, ich glaube, es hat jeder seine Zeit und im Normalfall kommt die Zeit nicht zurück. Aber ich wünsche sie. Ich kenne ihn nicht, aber ich wünsche nicht so negativ sein. Nein, ich wünsche sie ihm, ich kenne ihn nicht, das ist ein lieber Bub. Ja, er ist lieb und er ist sympathischer, aber... Nein, also wenn man diese Kraft hat, also das kann sich ja niemand vorstellen, was es heißt, wirklich Weltspitzenpolitik... es gibt nicht nur die Politik, der Mann hat mit dem Tennis-Bracker aufgeschlagen, Weltspitzensportler ganz, sein, ganz vorne in den Top 5 sogar einstmals gewesen. Ja. Aber dann war er auch dreistellig. Er war irgendwo bei 150 oder 200. Ja, du hast Höhen und Tiefen. Ja, schon, aber das ist eine gewaltige Tiefe. Ich weiß, ja. Aber ich glaube nicht. Wirklich? Wieder unter die Top 10? Absolut, ja. Respekt vor Klawischnik, da wäre es ja mit einem Da Capo in der Politik vielleicht auch noch ein Thema. Ja, es gab ein bisschen eine Interimsphase jetzt, aber die suchen, glaube ich, bald wieder Ministerinnen und Ministerposten. Schön. Ja. Weiß ich nicht. Okay, weiß bitte, ich nicht. Kann ich weitergeben. Ja. Andreas Mölzer, für die Grünen haben wir eh schon mal gesagt. Nächstens als Kriegsminister. Oh ja. So. Ah, wirklich? Ein Kriegstreiber. Scherz. Verteidigungsminister, sagt man in Österreich. So, was ist rausgekommen? Wir haben die Frage auf Krone.at gestellt. Wird Dominic Thiem wieder Weltspitze werden? Und hier ist die Antwort, die ist relativ klar. Nein, sagen 77%, drei Viertel. Und den Optimismus der Eva Klawischnik teilt nur ein Viertel, 23%. Das ist sehr schade. Wie schade. Ja, die gelernten Österreicher sind Pessimisten. Das haben Sie schon auch gesagt. Ja, das ist so. Aber es ist, also ich muss sagen, ich schätze ihn auch sehr, ich kenne ihn auch von Interviews, aber ein Rückkommen unter die Top Ten, ehrlich, das wäre fast eine Jahrhundertleistung, ehrlich gesagt.
Naja. Seufzt, traurig. Ja, es kann ja sein und es ist wunderbar, man freut sich über jedes gewonnene Match und jetzt hätte er ja das Finale fast gewinnen können. Hat es auch wieder nicht gewonnen. Ja, aber wie hart ist das, ein Tennismatch? Und du kannst jederzeit immer noch verlieren. Du bist 5-2 vorne und dann geht es sich trotzdem nicht aus. Es war eh so. Also wir hoffen mit Eva Klawischnik für Dominic Thiem. Ja. Er schafft es zurück in die Weltspitze. 3/4 sagen nein, 1/4 sagt ja. So schlecht schaut es gar nicht aus. Vor einem Jahr hätte ich mir die Frage gar nicht zu stellen getraut, aber irgendwo abgestempelt, dreistellig verräumt. Jetzt ist er immerhin bereits wieder 84. Ja, nach der Frage des Tages, dank Ihrer Beteiligung mit einer wieder sehr, sehr großen Beteiligung, jetzt zu einem anderen Kapitel und das ist eher ungewöhnlich. Wir kommen zum Lacher der Woche. Ja, das ist ungewöhnlich. Es hat nämlich auch mit Politik zu tun und zwar eine Verbindung aus Tirol mit dem Trentino. Sie kennen ihn wahrscheinlich, Georg Dornauer, der SPÖ-Chef in Tirol und Landeshauptmann-Stellvertreter, hat jetzt sein Liebesouting gemacht in den letzten Tagen. Die Fotos waren schon so intensiv, man konnte es gar nicht mehr verbergen. Er war dann auch im Finale in Kitzbühel mit seiner neuen Freundin, nämlich Alessa Ambrosi. Sie sehen hier eingeblendet ein kleines Fotokarussell von Fratelli d'Italia, eine postfaschistische Partei, wie man so schön sagt, ziemlich weit rechts außen. Und der linke Georg Dornauer liebt also eine rechtsgerichtete Politikerin. Das bringt ihm nicht nur Freunde ein, selbst die jungen Roten, um sozusagen die VSSTÖ, also die Studentenverbindung in der SPÖ, sagt in Innsbruck, das kann so nicht gehen. Das ist irgendwie schwierig, wird sie nicht ausgehen, aber ist es okay? Also das ist so privat, also da würde ich mich nicht einmischen wollen. Ja. Aber erstaunlich, sie ist wunderhübsch. Ja, Miss Trentino. Absolut. Die Frau war Miss. Wunderschön. Ja, schon ein paar Jahre her. Gell? Ist ein bisschen, ja, aber sie sind fast am Tag gleich alt, 41 so. Und 42, die beiden. Also wer schaut denn älter aus? Das beurteile ich nicht. Aber prinzipiell muss man sagen, das ist eine Privatsache. Warum denn nicht? Ja, ist das so? Kann man in einer Beziehung? Also ich meine, da ist einer wirklich einer von einer linken Partei zu einer sehr rechtsgerichteten Rechten. Also kann darf man nur mehr ideologisch. Nein, ich sage nicht, dass man es darf. Aber wie geht sich das privat aus? Jetzt, wann immer die über was auch immer reden. Es gibt ja ein paar andere Mechanismen auch in einer Beziehung. Und natürlich es gibt politische noch andere Debatte, Freizeitbeschäftigung nein, aber, in der Beziehung. Aber ich finde, das ist schon richtig, ja. Wie geht sich das wirklich aus? Wie geht sich das aus? Wenn du über irgendwas diskutierst. Ja. Ja, vielleicht hat sie als Postfaschistin ein archaisches Familien- und Männerbild und gibt ihm immer recht. Ne? Ich weiß es nicht. Das wäre schaut schön, aber nicht so aus. Das glaube ich jetzt auch nicht. Würde Ihnen das gefallen? Ja, ich sage ein archaisches. Nein, Gott, wir haben Ahnung. Aber, nein, aber ich meine, jetzt ganz ehrlich. Ja, ich finde Frauen, die widersprechen, auch total. Ja, starke Frauen, sexy. Ja, starke Frauen, das ist sexy. Ja, sie widersprechen, ja, absolut. Aber natürlich total links- und rechtspolitisch, das ist ja ein Spalt, der sich auftut, das sind ja Kilometer dazwischen. Ja, Friedrich Herr, das Gespräch unter Feinden. Ne? Ja, so oder ist es. Freund, Freund, Partei, Ehefrau. Freund, Ehefrau. Ist noch mehr schwierig. Und noch dazu Gespräch. Also, okay. Gespräch, ja. Würden Sie das gekonnt haben, einstmals noch als politische Spitzenrepräsentantin, weiß ich nicht ausgegangen. Nein, weiß ich mir nicht ausgegangen. Irgendjemand von der FPÖ? Da war einmal das Thema Herbert Kickl, beides Kärntner, glaube ich, gleiche Schule, gleiche Klasse. Irgendwas war doch einmal sehr ident. Wir haben uns geküsst, ja. Ja, aber geküsst? Ja. Geht das Auto mit Küssen? Weiß ich gar nicht. Ja. Ja? Ja. Mhm. Ne, was jetzt? Ja. Aber da waren wir ganz jung. Wie alt? 14. Nein, verjährt hallo? Nicht, das verjährt nicht. Das war schön. Nicht. Was war das? Das war meine... Die erste Liebe? Nein, das war meine Geburtstagsfeier. Aha, so Flaschen drehen. Ja, genau. Das ist ja ein Kärntner Sitten, den ich gar nicht kenne. Das ist gut, oder? Dass sie kennen Flaschen drehen, oder? Ja, schon. Der Flaschen drehen schon, aber Eva Klawischnik küsst Herbert Kickl. Hätte ich nicht so viele andere Überschriften, wäre das jetzt die Überschrift für heute. Nein, bitte nein, nicht. Mach ich nicht, keine Frage. Aber wäre sich das privat ausgegangen, wenn ihr politisch gesprochen hättet? Ich glaube, irgendwie schon auch, weil ich schätze ihn auch irgendwie als intelligenten Menschen. Ja? Mhm. Und hätten wir uns irgendwie auf einer Ebene wieder verstanden, aber haben wir nicht. Haben wir nie. Ja. Ihr habt es nie privat geredet? Nein. Nur geküsst?
Das war, wie ich 14 war. Ja, ich weiß schon. Das haben wir eh alles auf Band. 14 Jahre, ja, ich weiß. Aber Flaschendrehen mit Herbert Kickl finde ich lustig. Aber sozusagen dieses Problem, dass man natürlich auch als politische Spitzenrepräsentantin ja immer einen Stempel hat, das wird sich ja durchgezogen hat, auch durch andere Personen. Ja, wir haben dann irgendwann nicht mehr miteinander reden können. Ja. Gut, damit war das Küssen auch vorbei. Ja, ist so. Bitte nicht erwähnen. Nein, ich werde das nicht mehr erwähnen. Pubertätsprobleme. Aber abgesehen davon, es muss möglich sein, aber dass das Menschen... Aber das ist 40 Jahre her. Das ist Respekt, keine Frage. Aber es muss möglich sein, dass Menschen auch unterschiedlicher ideologischer, politischer Ansicht miteinander Beziehungen haben. Gut, das haben wir jetzt festgehalten. Also das geht sich aus, oder? Auch zwischen dem Trentino und Nordtirol, wenn man so will. Ja, wir wünschen Ihnen alles Gute. Danke für den Einblick in das, was eine Beziehung eben auch aufrechterhält. Das Gespräch, nämlich nicht nur die politischen Ansichten, aber auch die müssen natürlich sein. Das war's für heute. Vielen Dank, Eva Klawischnik. Vielen Dank, Andreas Mölzer, fürs Kommen im Studio. Es sind immer wieder interessante Aspekte, die wir da erörtern. Nichts davon, nichts davon ist abgesprochen. Wir werden es nicht in die Überschrift bringen. Wir werden gar nicht mehr drüber reden. Vielen Dank fürs Kommen, für Ihr Interesse. Wir sehen uns wieder heute in einer Woche. Wir freuen uns auf Sie. Bis dahin, alles Liebe. Auf Wiedersehen.